yeah, Elektroschrott. Tja, Kollegen, ich habe immer noch Urlaub und eigentlich wollte ich da nicht großartig Filmgedönse machen, aber was soll ich tun? Wenn der Postbote ein Paket vom Zauberpony bringt, dann muss ich das Paket vom Zauberpony aufmachen und das Pony schickt diese Sachen ja nicht nur für mich, sondern auch für euch. Ne? Danke dem Pony, sage ich dann nur. Na gut, dann schauen wir einfach mal, was drin ist. Ne? Ja, dann haben wir mal ein Looky Looky hier. Also auf jeden Fall handelt es sich mal um einen Lenovo ThinkPad Karton. Ja. Also ich kann mich schon mal nicht beschweren, dass es ein muckeliger Karton wäre. Und der ist professionell mit Klebeband verklebt. Viel davon. Aber gerade den ich glaube, dass man es gut aufklebt. Das ist was ganz was Merkwürdiges. Guck mal. Das hier ist ein Steckernetzteil, kein Steckernetzteil, aber ein Netzteil. Was haben wir hier? 12 Volt 2 Ampere. Oh, cool, guti guti, das ist für LED-Strips brauchbar. Außer wenn man es für dieses Mist-Device brauchen sollte. Ich weiß, was es ist. Ein Display. Das ist was ziemlich Interessantes, was ich hier sehe. Das ist ein Display, das offensichtlich hinten nur so eine Weser-Schraubhalterung hat. Ein Screen Commander nennt sich das. Für Display, ne? Es hat einen VGA-Eingang. Und jetzt verstehe ich auch, warum das Pony meinte, das könnte eventuell was für meinen Serverschrank sein. Weil offensichtlich könnte das was für meinen Serverschrank sein. So, prinzipiell. Tja. Um mal ganz ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass ich das brauche. Ich habe hier Displays umfliegen ohne Ende. 19 Zoll, 17 Zoll, 20 Zoll. Boah, das Ding ist staubig, ne? Boah, Alter, weiter. Stallhusten. Ja gut, also. Ey, nicht reinplatzen, wenn ich hier Filme schnuse. Du hast gehustet, als wärst du gerade vom Stuhl. Also staubig wie die Sau. Was ich hier ganz interessant finde, ist, ich halte das mal näher an euch ran. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber diese Weserhalterung hat nicht nur einfach Schraublöcher, sondern das sind tatsächlich Gewindeschrauben. Das heißt, was man natürlich hiermit machen könnte, und das ist so eigentlich eine ziemlich coole Maßnahme, das könnte man an die Seitenwand vom Serverschrank, an die Schrankwand dran schrauben. Und hätte dann ein Display, das immer so am Schrank dran ist. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Wollen wir mal schauen, was das hier für Schrauben sein könnten. Ich tippe mal auf M4-Gewinde. Das habe ich natürlich nicht da. Ja. Muss ich mal schauen. Ich glaube, ich muss mit diesem Teil da, das kann man auch tatsächlich mit Innensechskantdingern, das kann man abmachen, damit muss ich mal zum Baumarkt und dann besorge ich dafür die passenden Schräubchen. Und dann, ja, warum eigentlich nicht? An die Seitenwand von meinem Serverschrank und cool. Kurzer Testrun mit dem Gerät zeigt, es funktioniert tatsächlich. Ich habe es jetzt hier gerade an meinem Netbook angeschlossen. Und wie wir sehen, Ubuntu kommt hoch.
Ich sollte das also für meinen Server eigentlich tatsächlich gebrauchen können. Meine Frau hatte als letzte das Netbook. Ich habe noch Lava als Hintergrundbild. Was mache ich denn jetzt mit dem Raffel? Nein, eigentlich brauche ich es nicht. Andererseits ist es zu cool zum Wegschmeißen und eigentlich muss ich jetzt auch irgendwas filmen, weil das Pony hat Porto ausgegeben. Ja, das wollen wir auch nicht verschwendet lassen, aber brauchen tue ich es auch nicht. Also ich werde auf jeden Fall mal zum Baumarkt flitzen bei Gelegenheit, ne, wie schon angedroht, und Befestigungsschrauben suchen und dann schaue ich mal, ob ich es irgendwo befestigen kann für irgendwas, aber so einen richtigen Plan habe ich noch nicht. Apropos Plan, kurze Sache hier. Erstens mal das hier, ne, habe ich glaube ich neulich schon mal erwähnt. Das funktioniert jetzt. Ich habe jetzt hier diesen Atmega 32U4 als serielles Dingsbums. Ist die teuerste Möglichkeit, einen FTDI-Klon zu vermeiden. Eigentlich völlig sinnlos, aber hey, wir machen es ja nicht, weil es Sinn ergibt, sondern weil wir es können. Es dauert jetzt wahrscheinlich noch ein Weilchen, aber dann klickt ihr ein richtig geiles Video, also richtig fett, weil ich habe mir nämlich neulich bei Reichelt alles bestellt, was man braucht, um selber Platinen zu ätzen. Belichter, Ätzgerät, Chemie, Platinen, den ganzen Scheiß, alles. Ja. Und ich habe bei IKEA Teile bestellt, um in der Waschküche so eine Art Mini-Labor einzurichten, und das wird alles total abgefahren. Mache ich ein Video davon, wenn alles fertig ist, dann führe ich euch dann mal durchs Labor und dann mache ich vielleicht mal was über so Belichtungstests rein für das Material oder so ein Krempel. Mal gucken, was ich da genau tue. Das wird ein geiles Video. Also das wird geiler als heute. Aber ich wollte mich nochmal melden, damit keiner denkt, ich hätte mich jetzt über Weihnachten totgesoffen. Ich habe es versucht, hat nicht geklappt. Ist gar nicht so einfach. Na egal, ich suche mal nach Projekten und bis dahin bastel ich Kleinkram und irgendwann kriegt auch mal wieder ein vernünftiges Video. Bis dahin, tschüssing.